Prüfung. RaceBets Dortmunder St. Ledger Trial. Dieser Listen. Von hier aus die Startstelle nicht ganz klar einsehbar, denn mit meinem Fernglas weit weg das Ganze hinter den Bäumen. Ein bisschen die Startmaschine versteckt. Apadana fehlt noch. Kommt jetzt heran, Apadana für Darius Racing. Muss jetzt einrücken. Wir warten nur noch auf Apadana. Jetzt die Pferde drin und der Start. Und an der Startstelle beim Start, da driftete Apadana ein wenig nach außen, hat dadurch etwas an Boden verloren. Montpetit übernimmt an der Innenseite die Spitze. Außen daneben ist gleich in Position Nikkei. Die beiden setzen sich mal nach vorne. Und so geht es hier die gerade zum ersten Male herauf. Montpetit an der Spitze mit Nikkei, die beiden. Dann ist Tiger an der Außenseite, der den dritten Platz jetzt übernehmen will. Dahinter Miro weiter innen, auf kurzem Wege stark dabei. Er ist sogar jetzt knapp Dritter, auch Ida Alata, The Tiger dahinter. Dann sieht man den Schlenderhahner Moonshiner for All for Rome. Und am Schluss ist wieder aufrückend Apadana nach dem nicht ganz günstigen Start. Es geht in den Tribünenbogen. Jetzt hinein, alles in geschlossener Formation unterwegs. Auf dem Weg in die Gegenseite. Montpetit setzt hier den Takt von Nikkei. Dicht dabei an der Innenseite, Amiro in dritter Position mit zwei Längen zurück, sieht man Ida Alata. Fünfter ist Moonshiner innen an den Rails. Dahinter sind Tiger, All for Rome und Apadana am Schluss. Und so geht es in die Gegenseite jetzt hinein. Montpetit macht es von vorne. Montpetit aus dem Quartier von Gunther Richter aus Hoppegarten. Das sind anderthalb Längen im Moment vor Nikkei. An der Innenseite bleibt dicht dabei Amiro. In dritter Position vor Ida Alata, Moonshiner, The Tiger, All for Rome und Apadana dahinter. So sind die Pferde bereits in der zweiten Hälfte der Gegenseite. Montpetit ist vorne an der Innenseite. Montpetit verfolgt von Nikkei in zweiter Position. Ganz an der Innenseite ist Amiro, Platz 3 zu sehen. Ida Alata liegt auf der Lauer, Platz 4 mit Moonshiner, The Tiger, All for Rome und Apadana. Und immer noch kompaktes Feld. Keiner wird so richtig schwer geschoben. Also alle gehen noch optisch ganz gut. Und vorne ist Montpetit. Montpetit verfolgt von Nikkei. An der Innenseite bleibt auch Amiro aktuell als Dritter. Dann ist Ida Alata viertes Pferd vor Moonshiner. All for Rome, The Tiger lässt sich anfassen. Dann Apadana. Und so nähert sich das Feld allmählich der Zielgeraden. Montpetit ist weiter an der Spitze. Montpetit, Nikkei dahinter. An der Innenseite, da liegt weiterhin Amiro günstig. Und so geht es in den Einlauf. Ida Alata probiert auch jetzt noch einmal zu kommen, wurde dann in die nächste Spur nach außen gewechselt. Montpetit aber vorne von Nikkei. Montpetit kann zulegen. Nikkei probiert alles, dann Ida Alata. Moonshiner ist mit dabei. An der Innenseite muss jetzt Amiro federn lassen. Fällt zurück, vorne ist Montpetit. Nikkei ist zur Stelle. Montpetit, Nikkei, Ida Alata an der Außenseite. Innen kommt ab Apadana, dann Moonshiner, aber Montpetit. Montpetit und Nikkei außen, der greift noch einmal an. Und dann kommt Ida Alata noch schön ins Rollen. Montpetit, Montpetit, Nikkei, Ida Alata. Und an der Innenseite, da kommt jetzt Apadana noch. Montpetit und Ida Alata und Apadana innen. Vier Pferde im Kampf. Innen Apadana mit Ida Alata. Ein heißes Finale. Innen gewinnt, glaube ich. Und das trotz dem schlechten Start. Apadana für Darius Racing. Wir schauen noch mal die Zeitlupe an. Das war ein heißer Kampf. Ganz innen Apadana, außen Ida Alata, dann Nikkei und Montpetit, der lange führte. Und innen wohl der Treffer ganz knapp für Apadana im RaceBets Dortmunder St. Ledger Trial.
Und hier ist das offizielle Ergebnis des vierten Rennens. Der Sieg geht an die Nummer 7, an Apadana. Auf dem zweiten Platz die Nummer 8, Ida Alata. Drittes Pferd die 5, Nikai. Vierter die Nummer 3, Momti. Fünfter die 4, Moonshiner.